Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Cities Skylines. Und man sieht, hier wird langsam der Bereich gefüllt. Langsam ziehen dort Leute ein. Und man sieht auch, hier ist ein kleines Feuersymbol. Ich hoffe, dass da die Feuerwehr noch hinfährt. Na, das sollte eigentlich noch abgedeckt sein. Ja, das brennt da nur gerade. Da fahren die auf jeden Fall hin. Ja, hier drüben muss ich noch mal ein bisschen wieder mit der Abrissbirne wüten, offensichtlich. Aber nach und nach entstehen hier dann ja doch die Gebäude, die ich gerne hätte. Das ist sogar okay. Das sieht sogar ganz gut aus, wenn ich ehrlich bin, weil da kein Zaun außenrum ist, warum auch immer. Und der Sascha aus Harvard, der hat mir geschrieben, es gibt wohl auch eine Mod, mit der sei es möglich, hier den Boden auszutauschen oder die Bodentextur anders aussehen zu lassen, dass das noch ein bisschen mehr nach, ja, nach Feld einfach aussieht. Ich habe mal im Steam Workshop ein bisschen geguckt, ich habe aber jetzt leider auf die Schnelle nichts gefunden. Also wenn da jemand noch einen Link am liebsten direkt zu der Mod hat oder irgendwelche Tipps, was ich als Suchbegriffe verwenden sollte, immer her damit, ab in die Kommentare. Weil ja, ich habe halt so ein bisschen nach Terrain gesucht, aber irgendwie bin ich da nicht ganz fündig geworden. Also vielleicht auch wirklich den falschen Suchbegriff genommen, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Stau, aber der löst sich gerade auf. Ja, hier muss ich auf jeden Fall nochmal beobachten, ob diese eine Umfahrung hier oben rum jetzt wirklich das Problem gelöst hat. Oder ob das da dann wieder so ein Deadlock gibt, dass die alle stillstehen. Okay. Es wird langsam. Das lasse ich jetzt auch mal gelten. Ja. Doch, gefällt mir echt gut die Ecke. So, was mir auch gut gefällt, ist, dass sich hier ein paar ansiedeln. Aber wir haben immer noch Nachfrage nach Industrie. Also kann ich, glaube ich, hier nochmal unsere Erzindustrie weiter ausbauen. Wobei, haben die überhaupt noch Erz zum Abbauen hier oder importieren die jetzt schon das Erz? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal eben nach. Komme ich hier nicht mit Doppelklick in den Bericht? Schade. So, Einnahmen aus... Ach, das sind hier die Ausgaben, ne? Ne, das sind die Einnahmen, war doch richtig. Erz, 3400 nehmen wir da noch ein. Was haben wir hier? Ne, da werden noch Einheiten pro Woche abgebaut. Aber ich glaube, lange nicht alles für das Gebiet. Also die werden anscheinend auch schon am Import hier hinten sein. Na, mal schauen. Dann werden wir sie nämlich auf generische Industrie umstellen. Aber erstmal dürfen sie noch ein bisschen Erzindustrie bleiben. Wie mache ich jetzt hier die Straßen. Ah, schon wieder gerade. So, das wird so die letzte. So die letzte Ecke, wo noch Industrie ist. An der Straße entlang. Ja doch, Industrie ist richtig. Mensch. Und daneben kommt dann Gewerbe. So, jetzt habe ich die Wörter sortiert. Hier hinten haben wir die Bahnschiene. Ja. Ah, schade. So geht das aber. Okay, so. Und dann benutze ich jetzt natürlich, wenn ich hier rüber fahre, die Kreuzung, die ich schon habe. Dann muss ich gleich, glaube ich, die Ampeln wieder ausmachen. Mm-hmm.
So, das ist hier jetzt wirklich sehr zufällig alles gebaut und verlegt. So, jetzt muss ich mal schauen, wo ich jetzt dadurch wieder Ampeln gekriegt habe. Denn wenn man die, ja, an bestehende Kreuzung anbaut, dann werden die Ampeln wieder automatisch neu gesetzt, wenn sie ursprünglich mal da waren. Das heißt hier, die kommen alle weg. Da sind eh keine. Da ist auch nix. Okay, sieht soweit ganz gut aus. Und lustigerweise habe ich jetzt gar keine Nachfrage mehr. Hatte ich nicht eben eine Nachfrage nach Industrie? Ich will, glaube ich, noch nicht den ganzen Bereich ausweisen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu krass jetzt. Na, fangen wir mal hier unten an. So. Ach, Strom- und Wasserversorgung brauchen die nämlich auch noch. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich noch nicht direkt alles ausweisen wollte, weil dann siedeln die sich wieder zuerst irgendwo hier oben an und haben dann keinen Strom, weil da noch keine Gebäude sind, die das weiterreichen. Okay. So. Wenn ich da noch Gewerbegebiet hinbauen möchte, dann muss ich ja eh alles mit Wasser versorgen irgendwann. Na. Auch diese Ecken hier. Schauen wir mal. Apropos schauen, ich schaue mal wieder hier rüber. Naja. Immer noch vier falsche Gebäude. Und ich sagte ja ursprünglich mal, ich möchte überall so eine Hallen haben. Das heißt, eigentlich ist das hier und die beiden. Der. Eigentlich ist das ja auch noch alles falsch dann. Wieso haben die eigentlich keinen Strom? Oh. Uncool. Die habe ich irgendwie total vergessen hier, ne? Dann bauen wir da einfach die Stromleitung so rüber. Ich meine, das kennt man ja auch, dass mitten auf dem Feld eine Stromleitung ist. Also, das ist ja nicht so absurd. Gut, so, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das so mit der allgemeinen Versorgungslage aussieht. Strom ist in Ordnung. Wasser passt auch. Müll ist auch wunderbar. Die fahren echt. Ach so, ich hatte hier oben noch eine gebaut. Ich wollte schon sagen, die fahren echt weit von der Müllverbrennungsanlage hier unten aus bis da hinten hin. Aber müssen sie gar nicht. Das sind ja hier noch welche. Gesundheitswesen. Okay, das sieht hier nicht mehr ganz so prickelnd aus auf der Ecke. Und auch die. Wie nennt man das denn? Auch Gesundheitswesen, aber halt die Krematorien, die fehlen da auch. Verfügbarkeit habe ich genug. Das heißt, eigentlich reicht das, wenn ich hier irgendwie so eine kleine Klinik aufstelle. Machen wir das mal dahin. Und dann brauchen wir hier auch noch ein Krematorium auf der Ecke. Kommt neben die Klinik, würde ich sagen. So. Jawohl. So, was haben wir noch? Feuerwehr. Ah, wird hier langsam auch eng da oben. Brauchen wir auch bald eine neue. Polizei wird hier langsam eng. Also brauchen wir hier demnächst auch eine neue. Bildung. Oh ja. Ja, da habe ich hier natürlich noch gar nichts gebaut. Ja, dann kommt das auch mal hier unten hin. Jeweils eine Schule. Ja, und den Nahverkehr, die ganzen Buslinien, die muss ich eh nochmal angehen. Beziehungsweise langsam wird es dann, glaube ich, auch mal. Ich meine, wir haben zwar nur 33.000 Einwohner, aber ja, langsam wird es dann mal Zeit für eine U-Bahn, vielleicht. Muss ich mir mal überlegen. Eigentlich wollte ich sie nicht so früh bauen. Auf der anderen Seite, man braucht sie ja nun schon fast hier. Wir können eigentlich mal die Zeit schneller laufen. Man braucht ja nun schon fast hier die U-Bahn.
Was ich auf jeden Fall mal machen kann, ist hier die Autobahn. Ah, ich wollte gerade sagen, hier hinten anschließen, aber da kann ich noch gar nicht ganz hinbauen. Aber ich kann sie noch mal ein Stückchen weiter bauen. Und dann hatte ich ja gesagt, lassen wir sie hier mal ein Stückchen auf dem Boden ruhig verlaufen. Das heißt, dass wir hier auch noch eine Brücke brauchen. Jetzt ist die Frage, bauen wir da eine Eisenbahnbrücke oder bauen wir die Autobahn mit einer Brücke? Ah, es ist so angenehm, dass ich die Straße jetzt einfach so rum platzieren kann und dann einfach die Richtung umdrehe. Zack, zack. So. Ich würde sagen, wir bauen hier eine Eisenbahnbrücke. Hat sich, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet. Da waren die Schienen bei. Genau. Okay, dafür halte ich die Zeit kurz an, weil ich hier die Hauptbahnstrecke unterbrechen muss. Und dann schauen wir mal. Komme ich da ohne Pfeiler, würde ich da sogar rüberkommen, aber ich glaube, das sieht komisch aus. Also machen wir da lieber nochmal. Achso, nimmt er den sowieso weg. Okay, das sieht jetzt auch merkwürdig aus hier. Das gefällt mir nicht. Da ist so eine minimale Verschiebung nur drinne. Ich baue das mal. Ups. Ich baue mal von hier aus gerade darüber. Das würde dann so bis da ungefähr sein. Der kommt jetzt auch nochmal weg. Und dann baue ich. Ah ne, dann habe ich die Kurve genau in die falsche Richtung. Muss ich erst einmal so ausholen und dann so daran. Okay, und jetzt ist das Stückchen nämlich wirklich kerzengerade. Jetzt kann ich da die Brücke bauen. Gerade. So. Genau, ein hoch reicht. Zack. Und da drüben wieder runter. So, jetzt habe ich es so, wie ich es haben möchte. Da baue ich gleich noch eine Autobrücke. Aber vorher lasse ich die Zeit weiterlaufen. Und baue hier die Autobahn noch weiter. Nicht Update, sondern ne, Kurve. So. Ja, bis da erstmal. Weiter geht's noch nicht. Gut. Und dann, sonst vergesse ich das nur wieder. Hier direkt die Richtung umändern. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier. Ja, da haben wir jetzt auch noch genau die Stromleitung. Herzlichen Glückwunsch. Okay, die wird im späteren Spielverlauf sowieso abgerissen, weil dann sollte da durch die Gebäude der Strom weitergereicht werden. Und bis das soweit ist, klauen wir uns den Strom nämlich einfach von hier weg. Ich hoffe, das klappt. Jawohl. Jetzt ist die Frage, ob der jetzt auch Strom hat, wenn ich das hier kappe. Das sieht gut aus. Okay. Weil dann kann dieses Stückchen nämlich schon wieder weg. Und diese Verbindung hier brauchen wir nämlich mittlerweile auch nicht mehr. Und wenn ich schon dabei bin, ne, das muss bleiben. Und das bleibt auch hier rüber. Mit dieser komischen Ecke da drin. Ne? Was habe ich da denn gebaut? Okay. Dafür mache ich auch kurz Pause. Weil das möchte ich jetzt nicht, dass. Obwohl, die haben jetzt eh einmal kurz keinen Strom mehr. Oder? Aha.
Ich sehe gerade hier, dieses ganze Stück kann man sich auch sparen, weil die hier doch tatsächlich den Strom durchreichen. Dann nehmen wir das auch noch weg. Oder nicht? Okay, anscheinend reichen sie hier den Strom doch nicht durch, auch wenn es blau eingefärbt ist. Sehr interessant. Na gut. Okay, habe ich hier noch eine Verbindung? Ja, die brauche ich aber auch noch, weil da ist keine Verbindung hergestellt. Aber was weg kann, ist, naja, das kleine Stück. Gut. Okay, so, was wollte ich hier jetzt noch machen? Richtig, die Autobrücke. Welche Straße habe ich denn hier? Ne, die müsste das sein. Ja, vierspurig. Und dann bauen wir die natürlich auch wieder gerade. Lass mal noch ein kleines Stück vor. Dann eine schön sanfte Rampe darüber. Und auf dieser Seite wird die Rampe wohl nicht ganz so sanft. Obwohl, kann ich das nur bis da bauen und dann anschließen? Nee, kann ich nicht. Ort ist bereits belegt. Okay. Schade, also vom Platz wird das eigentlich reichen, dass ich hier eine sanfte Auffahrt mache. Ich glaube, das kann ich auch machen. Ich muss dann nur hier ein Stück davon abreißen. Die Straße bis da bauen. Und dann die andere Straße neu bauen. Jawohl, jetzt habe ich die natürlich immer gerade gebaut. Jetzt haben wir hier diese komische Ecke. Also ganz gefällt mir die irgendwie nicht. So. Habe ich diesmal... Ja, ich habe das Richtige genommen, nicht die Einbahnstraße. Boah, da durfte ich mir ja was für anhören. Von meinem Kumpel. Wie ich das denn bitte nicht sehen konnte, dass ich da die Einbahnstraße hätte. Da wären doch so richtig schön dicke, fette Pfeile drauf. Ja, ist mir in dem Moment wirklich nicht aufgefallen. So, jetzt sieht die Brücke wieder komisch aus, weil wir zwei verschieden starke Rampen haben. Das heißt, wir machen jetzt hier auch eine etwas steilere Rampe. Auch wenn ich da eigentlich eine sanfte haben wollte, aber naja. Gerade darf sie bitte sein. So, ungefähr. Das kommt hin, oder? Ja. Gut, dann lassen wir das so. Okay. Ja, und der Bereich inzwischen auch sehr gut gefüllt. Ich glaube, durch unsere Versorgungseinrichtungen sind da auch noch zusätzliche Gebäude wieder aufgestiegen. Und man sieht jetzt auch, Nachfrage nach Industrie ist wieder da. Also weisen wir hier den nächsten Bereich aus. Nachfrage nach Wohngebiet ist auch da. Die werden wir auch noch erfüllen. Und zwar hier in dem Bereich. Würde ich mal so sagen. Aber, wie man das immer von mir kennt, das erst beim nächsten Mal. Weil, ich glaube, die Zeit reicht aus. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr rüber. Das reicht erstmal wieder für eine Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oder ein Abo da, wenn dem so ist. Und wenn ihr noch Anmerkungen habt, ab in die Kommentare damit. Besonders auch, was diese Bodentexturgeschichte angeht. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal und bye bye.